Man darf die Lippen und den Mund beim Bauchreden nicht bewegen. Na, geh doch. Jawohl. Und das solltest du auch beachten, ja? Und der zweite Fehler, der war noch viel größer. Du hast mir deine Stimme gegeben. Beim Bauchreden ist es ganz wichtig, dass sich die Stimme der Puppe deutlich von der Stimme des Bauchredners unterscheidet, okay? Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß mit meiner Puppe, Sebastian. Sag hallo. Hallo. Ich sagte eine Stimme. Och, meine Puppe redet plötzlich von ganz allein. Bist du eine verhexte Puppe? Eine Stimme, die zu mir passt und auch einen passenden Text, okay? Okay, los geht's. Sag hallo, stell dich vor. Hallo, mein Name ist Sebastian Reich. Ich wiege 130 Kilo. Na, da habe ich eine dicke Puppe.